siehst du aber schick aus. Oh, danke. Weißt du, es ist mir gar nicht recht, dass ich ganz allein ins Theater gehe. Naja, wäre es dir lieber, ich würde mitkommen und wir lassen Alf währenddessen das Haus zerstören? Du hast recht. Es ist schön, wenn es, wenn man nach Hause kommt, noch ein Zuhause gibt. Zum Nachhausekommen. Tja, wer weiß, was noch wird. So richtig destruktiv wird er erst während der Hockeysaison. Hm. Ich werde ihm sagen, dass wir nur seinetwegen immer getrennt ausgehen und dass er sich endlich anständig benehmen muss. Nein, tu das nicht. Er will es dann versuchen und wird dabei nervös und macht nur noch mehr kaputt. Kann er denn noch mehr kaputt machen? Sag mal, was hat denn da eben so geklirrt? Ich weiß es nicht. Wie schon Großmutter Schambi immer zu sagen pflegte, schau niemals zurück. Du ersparst dir den Blick ins Chaos. Diesmal war das Chaos mein Römertopf und die Plätzchendose. Hey Willi, wo willst du denn hin? Ich sehe mir ein Musical an. Musicals sind blöd. Aus heiterem Himmel brechen die Leute in Gesang aus. Daher der Name Musical. Ja, aber würde es dir nicht auch auf die Nerven gehen, wenn ich urplötzlich anfangen würde zu singen? Hey Kate, du bist verdreht. Hey Tanner, du bist ein Penner. Hey es Brian. Es geht mir auf die Nerven. Na, sag ich doch. Wie heißt denn der Schwachsinn, den du siehst? Cats. Oh. Nimm mich mit, bitte. Anschließend gehen wir hinter die Bühne und fressen die Hauptdarsteller. Es sind keine echten Katzen. Es sind Schauspieler, die haben sich als Katzen verkleidet. Pfui Deibel, ich passe. Wieso gehst du eigentlich nicht mit, Kate? Weil, du weißt doch, wir haben dich mal allein gelassen und da hast du die Küche in die Luft gejagt. Oh ja. Ja. Ich werde schon nervös, wenn ich nur daran denke. Nicht. Ja, also ich gehe nicht mit, weil mir nicht gut ist. Ich habe ein bisschen Fieber, leichtes Fieber. Oh, dann lass mich einfach meine Lippen auf deine Stirn drücken. Nein! Sehr krank klingst du nicht. Stimmt irgendwas nicht zwischen euch beiden? Na, was denn noch? Du würdest doch den alten Alf nicht belügen. Wieso denn? Nun, weil ich auch immer die Wahrheit sage. Ich gebe dir ein Beispiel. Deine Socken rutschen. Wiedersehen, Willi. Amüsier. Wiedersehen. Danke. Diese Brille kleidet dich. Du siehst aus wie eine Eule. Mach's gut, Alf. Er hat einen komischen Gang, findest du nicht? Komm jetzt, Brian. Zeit zum Schlafen gehen. Nacht, Alf. Nacht, Brian. Na, Vance. Schon zurück? Wie war dein Rendezvous? Es war sehr nett. Ich will alles hören, wenn ich Brian ins Bett gebracht habe. Okay. Aber ich will auch was darüber hören. Brian, ich denke, du magst diesen sentimentalen Quatsch. Ist mir immer noch lieber, als ins Bett zu gehen. Nicht auf den Mund gefallen, ne? Kann man wohl sagen. Also, hast du Eidechse um seine Hand gebeten? Nein, warum sollte ich das? Na, möchtest du denn nicht Mrs. Lynn Lizard werden? Ein schönes Leben führen in einem Häuschen mit einem weißen Gartenzaun? Darüber habe ich noch nicht nachgedacht. Dann hol das mal nach. Ich werde einen Notlandeplatz brauchen, wenn sich deine Eltern scheiden lassen. Meine Eltern werden sich nicht scheiden lassen. Da wäre ich gar nicht so sicher. Ich bin ein Experte für den Zerfall einer Nuklearfamilie. Nein, bist du nicht. Na schön, dann bin ich Experte für den Zerfall eines ganzen Planeten durch Bum-Bum. Und ich weiß genau, wann eine Romanze zu Ende geht. Alf, die Romanze meiner Eltern geht nicht zu Ende. Dann sag mir, warum sie nichts mehr gemeinsam unternehmen. Wegen mir kann's ja wohl nicht sein. Absurder Gedanke. Wir können einfach nicht riskieren, dass irgendetwas schiefläuft. Wir müssen aktiv gegensteuern. Müssen wir? Du kannst dich ruhig mal auf mich verlassen. Ich habe mich nun wirklich schon oft genug geirrt. Mami und Daddy möchten wissen, ob sie jetzt kommen dürfen. Ja, sobald ich diesen Teller poliert habe. Nein, ich glaube, das wird nicht nötig sein. Gut, dann müssen Sie eben von ungepflegten Tellern essen. Ihr könnt jetzt reinkommen. Halt, halt, langsam. Ihr müsst euch die Augen zuhalten. Ach, das noch. Ist das wirklich nötig? Tu mir doch den Gefallen. Hey, schummeln ist unfair, Willi. Okay, Augen auf. Alf? Was gibt es denn heute zu feiern? Naja, heute ist Mars-Tag. Auf Melmark hatten wir eine Wohltätigkeitsveranstaltung. Aber hier ist es einfach Kate- und Willi-Tag. Na, kommt schon, ihr beiden. Setzt euch hin und genießt. Esst. Vielen Dank. Danke, Alf. Eigentlich wollte ich euch ein Katzenbrillon zubereiten. Aber sowas mögt ihr ja leider nicht. Und deshalb gibt es Hamburger. Und Champagner. Ja, er ist trocken und fruchtig, mit einem Hauch des Irrationalen. Ich habe auch einen Wurm hineingetan. Das gibt ihm einen exotischen Touch. Oh, nein, nein, nein. Vielen Dank. Na schön, dann bekommt ihn Lucky. Der liebt dieses importierte Zeug.
Nein, nein, Alf, gib es bitte her. Aber ich möchte doch gern wissen, warum du das alles gemacht hast. Ach, nur damit ihr beiden mal nettes Essen bei Kerzenlicht zu Hause habt. Nur ihr zwei beide, Willy und Kate. Kate und Willy. Ein glückliches Paar, ein Mann und eine Frau. Ein Kreis mit Pfeil nach oben, ein Kreis mit einem kleinen Kreuz nach unten. Das reicht jetzt, Alf. Wir sehen uns später. Ihr wisst doch, wie es heißt. Zwei sind ein Fest, drei sind eine Party. Vier sind zwei Feste. Fünf sind ein Fest und eine Orgie. Sechs können entweder drei Feste sein oder zwei Partys. Ich hätte meinen Hamburger gern halb durch. Halb durch? Was willst du mit deiner halben Portion? Ich habe sie extra groß gemacht. Was glaubst du, hat er mit uns vor? Ich weiß nicht. Aber bis wir dahinter kommen, genießen wir es erstmal. Er hat eine richtig nette Atmosphäre geschaffen. Ja, ich fühle mich im eigenen Wohnzimmer nicht angemessen angezogen. Vorsicht, heiß und fettig, Suppe und Salat. In einem Topf. Ach. Wie praktisch. Ja. Ist es auch, man muss weniger Teller abwaschen. Dieser Abend soll durch nichts verdorben werden. Und nun, ihr zwei Turteltauben, genießt von Herzen das Heute. Schamsterdiener, habe die Ehre. Etwas seltsam. Auch für einen Außerirdischen. Ich glaube, ich weiß jetzt, warum er das hier arrangiert hat. Er denkt möglicherweise, dass wir Eheprobleme haben. Wie kommst du denn darauf? Ich weiß auch nicht, aber das Abendessen und wie er versucht, eine romantische... Vielleicht hat er letzte Nacht gehört, wie wir gestritten haben. Ich bitte dich, das war doch kein Streit. Das war eine Meinungsverschiedenheit. Ich war der Meinung, dass Lee nicht alt genug ist für so eine Skitour. Sie ist 17, da ist man nicht mehr zu jung. Wir wollen doch das Thema lassen. Ach ja. Wir haben es gestern Nacht geklärt. Ja. Eigentlich haben wir gar nichts geklärt, denn du bist eingeschlafen. Aber bevor ich einschlief, da hast du mir zugestimmt. Ich erinnere mich genau. Willi, ich bin schon auf solche Touren gegangen. Da war ich noch viel jünger als Löhnen. Damit wäre ich auch nicht einverstanden gewesen. Dann danke ich dir, dass ich mit dir auf unsere Hochzeitsreise durfte. Du bist doch lächerlich. Ich bin lächerlich. Kate, wie läuft's bitte. Denn? Willi, bitte. Du musst dich daran gewöhnen, dass aus Kindern Leute werden. Könnten wir diesen Streit vielleicht alleine weiterführen? Oh, also bitte? Doch ein Streit. Und ich dachte, wir hätten eine Meinungsverschiedenheit. Da habe ich mich eben geirrt. Und das ist nicht der einzige Irrtum, in dem du lebst. Was du nicht sagst. Du bist im Verbot. Habe ich's dir nicht gesagt? Die Ehe ist im Eimer. Ich bin ein Waisenkind. Aber ich will keine Waise sein. Ich habe Annie gesehen. In dem Film müssen sie Mehlsuppe essen und tanzen lernen mit einem Mob. Hör mir mal zu. Mami und Daddy werden uns nicht sitzen lassen. Sie haben einen kleinen Streit, das ist alles. Ich hoffe, dass Mami gewinnt, dann kann ich mit auf die Skitour. Es wird alles schief gehen ohne unsere Hilfe. Unsere Hilfe? Bitte, Lynn. Es ist die einzige Familie, die ich habe. Es ist zufällig auch die einzige, die ich habe. Wirklich? Dann ist es kein Wunder, dass du immer hier rumhängst. Lass mal überlegen. Wie hätten wir wohl dieses Problem auf Melmark gelöst? Lass mich raten. Ihr hättet Tauziehen mit einer Katze gespielt. Nein, das lenkt dich zwar amüsant von deinen Problemen ab, aber es führt doch zu keinem Ergebnis. Warte mal, jetzt fällt es mir ein. Um ein Paar wieder zusammenzubringen, müssen wir den glücklichsten Augenblick ihrer Ehe wieder herbeizaubern. Was mag dieser glücklichste Moment wohl gewesen sein? Der Tag, an dem sie mich kennenlernten? Denk mal weiter. Der Tag, nachdem sie mich kennenlernten? Überleg weiter. Ich kann nicht, mein Kopf tut weh. Sie erzählen immer wieder begeistert von ihrer Hochzeitsreise. Toll. Ja, ja, das ist es. Zaubern wir ihnen ihre Flitterwochen zurück. Wohin sind sie gefahren? Niagarafälle. Ach Gottchen, wie originell. Was sagst du nun? Es sieht wirklich ein bisschen so aus wie in dem Hotel, wo Mami und Daddy gewohnt haben. Schnell, geh auf deine Position. Alf! Alf! Bitte klingeln, Willy! Was soll denn das nun wieder? Du hast doch gesagt, ich soll sofort kommen, es wäre ein Notfall. Benutz die Klingel, Willy! Welche Klingel? Oh, entschuldige. Also jetzt klingeln. Sie haben geläutet. Was haben wir für einen Notfall? Du musst klingeln, Kate. Jetzt sag uns, was das für ein Notfall ist.
Das wird sich sehr bald von selbst erklären. Voila. Darf ich ihr Gepäck raufbringen? Was für Gepäck? Das da. Was wird hier eigentlich gespielt? Fragen Sie mich nicht. Ich arbeite bloß hier. Sie sind sicher, Mr. und Mrs. Tanner. Willkommen bei den Niagara-Fällen. Niagara-Fällen? Ja, Alf hat sich was einfallen lassen, damit ihr nicht mehr sauer aufeinander seid. Wir sind nicht sauer aufeinander. Zu spät, jetzt müssen wir das durchziehen. Wie geht es Ihnen beiden? Ich bin Fritz von Fingerhoff. Im Namen meines Personals heiße ich Sie herzlich willkommen im Duke of the Mist Hotel. Duke of the Mist? Duke of the Mist, da haben wir unsere Flitterwochen verbracht. Und wer ist Fritz von Fingerhoff? Gibt's nicht. Mir gefiel nur der Name so. Ich fange langsam an zu verstehen, dass hier sollen so eine Art zweite Flitterwochen werden, stimmt's? Falsch. Es sind die ersten Flitterwochen. Stellen Sie sich bitte vor, es ist der 11. Juli 1969, der Sommer der Liebe. Draußen tosen die Niagara-Fälle. Ich spüre sie sprühen. Verzeihung, Willy Tanner und Kate Halligan haben soeben geheiratet. Kates Mutter Dorothy hat eimerweise Tränen der Rührung vergossen. Vor, während und nach der Zeremonie. Woher weißt du denn so viel über unsere Hochzeit? Ich habe ihm euer Hochzeitsalbum gezeigt. Willy, trage nie wieder einen Frack. Und Kate? Vorsicht. Du warst eine reizende Braut. Danke sehr. Zurück zur Hochzeit. Willys Onkel Ned verursachte einen Skandal, als ihm beim Twist-Tanzen die Hosenträger platzten. Kannst du dich noch erinnern? Ich sehe noch immer das Gesicht von Tante Agnes, als Onkel Ned mit blankem Hintern da stand. Stretch, bring die Herrschaften hinauf. Sie haben die Hochzeitssuite. Stretch? Ja, den echten Stretch konnten wir nicht kriegen. Er hat 72 versucht, in einem Fass über die Fälle runterzugehen. Die tragische Betonung liegt auf versucht. Bitte hier entlang. Oh, danke, Stretch. Einen Augenblick. Bitte zuerst ins Meldebuch eintragen. Oh. Mr. und Mrs. Smith? Das ist der gleiche dumme Scherz, den du vor 20 Jahren versucht hast. Der Empfangschef hat schon damals nicht darüber lachen können. Wir haben das überprüft. Und noch etwas. Ich hoffe, Sie werden hier keine Handtücher und Aschenbecher mitgehen lassen. Sowas würde uns niemals einfallen. Ohne den Versuch einer anzüglichen Bemerkung präsentiere ich Ihnen die Honeymoon Suite. Honeymoon Suite? Augenblick noch. Es wird sich doch jemand finden, der die Braut über die Schwelle trägt. Oh. Okay, aber wenn ich mir einen Bruch hebe, dann sieht ja einer Klage entgegen. Also komm schon, Kate. Oh. Alf! Nein, na los, Dad, du bist dran. Oh, ja, nein. Daddy, jetzt schnapp sie dir und los. Also, was soll's? Oh, Schatz. Sehr gut, Willy, du Tarzan, du. Was ist denn mit unserem Schlafzimmer passiert? Alf hat es neu eingerichtet. Schick, was? Oh, sehr. Jetzt wissen wir endlich, warum wir diese Möbel im Keller verstaut hatten. Ich wollte euch damit in die richtige Stimmung bringen. Denn dieses Schlafzimmer ist das ganz genaue Ebenbild von eurer Flitterwochensuite. Wo hast du diese Hotelreklame her? Erinnerst du dich noch an die Leuchtschrift, die ihr mal gekauft habt? Fröhliche Weihnachten? Ihr wisst wahrscheinlich nicht, dass ich ein Meister im Glasblasen war. Aber dafür weißt du nicht, dass ich Lynn diese Schrift zu ihrem ersten Weihnachten geschenkt habe. Und ich wette, du weißt auch nicht, dass ich dafür $200 bezahlen musste. Ja, es gibt so vieles, was wir voneinander nicht wissen. Darf ich jetzt Ihr Gepäck absetzen? Aber natürlich, mein junger Freund. So, das hier ist für dich, Stretch. Oh, vielen Dank. Ach, irgendwann möchte ich einen kleinen Jungen haben, so einen wie Stretch. Und wenn Sie sich von etwas Musik berieseln lassen möchten, es ist alles vorbereitet. Und ein Mädchen, wie Consuela. Oh, und wenn Sie sich wegen Lynns Skiausflug entschieden haben, sagen Sie bitte am Empfang Bescheid. Nun, wir haben unseren Teil getan. Jetzt sind Sie an der Reihe. Das sind 5 Cent. Erwarten Sie keine frische Bettwäsche. Das ist schon ein bisschen albern. Ja, aber dieser Junge, diese Sachen bringen wirklich die Erinnerung zurück. Das tun sie.
Oh, Billy, man könnte sich fast vorstellen, unsere Hochzeit wäre gestern gewesen. Ach, du warst so umwerfend, Liebling. Egal, was Alf sagt, mir hast du im Frack gefallen. Aber mit einer Sache hatte Alf völlig recht. Ah? Du warst wirklich eine reizende Braut. Und weißt du, was mir am stärksten in Erinnerung geblieben ist? Was? Wie sehr ich dich geliebt habe. Und das tue ich immer noch. Ich dich. Ich werde dich immer lieben. Unser alberner Streit tut mir leid. Nein, es war kein Streit. Es war eine Meinungsverschiedenheit. Hey, ist was? Oh, erinnerst du dich noch, was uns in den Flitterwochen passiert ist? Genau in dem Moment, als wir uns zum ersten Mal küssen wollten? Das Wasserrohr ist gebrochen. Na los, Willi, gib ihr einen dicken Schmatz. Dreh auf, Brian. Nein, nicht! Stell es auf! Alf! Eine Frage. Schieß los. Nein, nicht schießen. Ich bin Pazifist. Nur eine Frage. Frag. Seid ihr sauer auf mich? Du meinst, nur weil du uns mit deinem Schlauch durchnässt, unsere Matratzen ruiniert und unsere Tapete kaputt gemacht hast und weil der Teppich Wellen schlägt? Ja, aber vergesst auch nicht den Kurzschluss bei der Neonreklame. Wie könnte ich den vergessen? Das war, als mich die Feuerwehr zum zweiten Mal zu Boden spritzte. Also seid ihr sauer? Hm, sind wir nicht. Was soll ich denn noch machen? Der Grund, dass wir nicht sauer auf dich sind, trotz dieser schrecklichen Kette von Katastrophen, ist, dass du versucht hast, etwas ganz Wundervolles für uns zu tun. Und du hast es auch geschafft. Du hast wieder etwas Romantik in unser Leben gebracht. Du meinst also, ich brauche nichts weiter zu unternehmen? Du hast noch etwas in petto? Och, nichts weiter. Lass mich mal nachdenken. Nach dem Fisch in der Wanne. Ah ja. Gingen wir zum Abendessen in dieses entzückende kleine Café. Sie servierten das Essen und der Tisch brach zusammen. reiner Zufall. Damit wäre eigentlich alles Menschen und Alf-Mögliche getan, um die häusliche Zufriedenheit wiederherzustellen. Doch das heißt leider nicht, dass alle Missverständnisse beseitigt sind. Im Gegenteil. Schatz, ich habe kein gutes Gefühl, dass ich dich allein lassen soll. Ach nein, geh nur. Wir müssen doch nicht beide zu Hause bleiben, nur weil ich krank bin. Viele Grüße. Gib deiner Mutter einen Kuss von mir. Ich werde an dich denken. Wieso geht sie denn weg? Sie besucht ihre Mutter. Was denn, ohne dich? Oh, ich verstehe. Lynn ist auf ihrer Skitour und ihr traut euch nicht, mich allein zu lassen. Nein, wir trauen uns schon, Alf, aber ich habe eine Erkältung erwischt, weil mich jemand in meinem eigenen Schlafzimmer unter Wasser gesetzt hat. Jetzt hör schon auf mit dem Blödsinn. Alf! Komm schon, steh auf und besuch deine Schwiegermutter. Nein. Doch! Na schön. Oh, Willi, du siehst wirklich ein bisschen blass aus. Vielleicht brütest du was aus. Es ist besser, du legst dich wieder hin. Oh, danke. Das ist eine gute Idee. Warte, ich wickel dich ein. Gut. Ich deck dich zu. Gut. Danke, Alf. Du bist ein echter Freund. Hey, für meinen Willi tue ich alles. Meinst du, ich soll jetzt mal meine Lippen auf deine Stirn drücken? Nein! Alf, schnell in die Küche. Also, wenn ihr mich nicht dauernd in die Küche jagen würdet, hätte ich wahrscheinlich nicht so einen großen Appetit. Alf, bitte, bitte. Dann wundert euch bloß nicht, dass mir Willis Hosen nicht mehr passen. Oh. Hi, Willi. Guten Tag. Hi, Kate. Die Bewohner vom Herrenhaus Tanner. Hallo, Trevor Reckle. Und wen haben wir denn da? Ah, das ist Jake, der Späusling von meinem Bruder Cyril. Und das hier sind die Tanners. Wie geht es dir? Hallo, Jake. Hallo. Hi, Jake. Ja. Jake ist gerade aus New York gekommen. Er wird bei uns wohnen, solange sein Vater weg ist. Oh, und wie lange wird das sein? 5 Jahre. Vielleicht kommt er früher raus, wegen guter Führung.
Oh, dann setzen Sie sich doch. Ich hole uns ein bisschen Eistee. Oh, bitte lassen Sie mich helfen. Schließlich bin ich doch jetzt seine Mutter geworden. Nein, vielen Dank. Ich glaube, das schaffe ich allein. Natürlich. Sie sind die Größte. Oh, Entschuldigung. Natürlich, Rackle. Oh, nur noch einen kleinen Moment. Da ist ein grässlicher Käfer drin. Den sollten Sie nicht sehen. Ich verstehe. Danke. Alf, Achtung, du musst sofort hier verschwinden. Ich weiß. Hier drin ist ein grässlicher Käfer. Aber das habe ich doch nur so gesagt. Das war nur für Rackle gedacht. Glaubst du denn, dass sie darauf reinfällt? Sie ist reingefallen. Ich bin auch naiv. Bitte, Alf, du musst jetzt hier verschwinden. Ihr habt mich doch gerade reingeschickt. Ist du nicht eine Klapperschlange unter dem Spülbecken? Bin schon weg. So, Sie können reinkommen, Rackle. Oh. Dieser Käfer hatte wohl keine Chance. Ja. Was halten Sie denn von Jake? Was soll ich sagen? Er scheint mir ein bisschen ruhig zu sein. Also Brian redet auch nicht viel, aber deshalb ziehe ich nicht gleich über ihn her. Oh, Rackle. Oh, entschuldigen Sie, ich bin nur so furchtbar aufgeregt. Ich wollte unbedingt ein Kind haben, aber Treiber wollte seinen Magister in Kunstgeschichte machen. Aha. Naja, und jetzt, wo ich ein Kind habe, macht mich das ganz nervös. Ich bin einfach schrecklich nervös. Oh, bleiben Sie ganz ruhig. Kinder können schwierig sein, aber jedenfalls, wenn Sie irgendeinen Rat brauchen, Rackle, ich bin für Sie da. Das freut mich, denn ich habe ein paar Fragen. Ja. Darf sich Jay schon mit Mädchen treffen? Okay. Wie viel Taschengeld soll man ihm geben? Um wie viel Uhr muss er ins Bett? Also, Brian ist noch etwas kleiner, aber er geht immer schon um 8 Uhr schlafen. Das denken Sie. Das Licht bei ihm brennt bis 8:30. Und Lynn macht es erst um 11 Uhr aus. Oder oft doch später. Habe ich gehört. Währenddessen versucht Lynn im Wohnzimmer, mit Jake ein Gespräch anzufangen. Doch das Ganze bleibt eine ziemlich mühsame Angelegenheit. Ich glaube, Jake, wir beide gehen auf dieselbe Schule. Nur bis ich abgehe. Wann willst du denn abgehen? Wenn ich 16 bin. In einem Jahr, 3 Monaten und 18 Tagen. Was für ein Quatsch. Da bist du ja direkt gut dran. Ich brauche noch 8 Jahre, 2 Monate und 4 Tage. Oh, Jake hilft Brian bei seinen Rechenaufgaben. Nein, nicht eigentlich. Kann ich Sie mal unter 4 Augen sprechen? Natürlich. Vielleicht im Bügelzimmer? Nein, Alfe. Alles voller Wäsche. Dann gehen wir ins Schlafzimmer, da kann uns niemand hören. Rackle schon. Ja, um Himmels Willen, wo soll Alf denn hin? Erst vertreibt man ihn aus der Küche und auch seine Flucht ins Schlafzimmer ist keine glückliche Lösung. Und Lucky als Leiter zu nehmen, schon gar nicht. So ist gut. Halt ganz still, Lucky. In einer Sekunde bin ich von dir runter. Nur eine gebratene Katze ist eine gute Katze. So. Entschuldigung, Trevor. Sie können im Moment noch nicht reinkommen. Alf! Los, raus hier! Ich bin ja noch nicht mal drin. Trevor ist hier draußen vor der Tür. Das war ein ganz guter deutscher Nachkriegsfilm. Ach, runter. Jetzt oder es knallt. War das nicht ein Chuck Norris-Film? Vorsicht da unten. Oh, entschuldige. Trevor, worüber wollten wir unter 4 Augen sprechen? Jake, ich weiß nicht, was ich mit dem Jungen anfangen soll. Er gibt Widerworte, hört nicht auf mich. Und ich glaube, er hat einen Ballen Torf aus dem Wohnzimmer gestohlen. Wieso haben Sie denn einen Ballen Torf bei sich im Wohnzimmer liegen? Damit er nicht gestohlen wird. Ja, natürlich. Wäre es nicht richtig, mit Jake darüber zu sprechen? Ach, Willi, ganz offen gesagt, ich kann nicht gut mit Kindern. Was ich aufziehen kann, sind Tomaten. Und ohne Torf kann ich nicht mal mehr das. Also soll ich versuchen, mal mit ihm zu reden? Hörten Sie das? Ja, vielleicht finden Sie Zugang zu ihm. Er ist ein gescheiter Kerl. Immerhin ist er ein Orkmanik. Das denke ich mir. Ich möchte nur, dass aus Jake was wird. Wird schon werden. Ich bin sicher, dass alles gut geht, solange er die Liebe und Fürsorge hat, die er braucht. Ja, das ist wohl so. Ich will bloß nicht, dass er eines Tages im Gefängnis landet, wie sein Vater. Oh. Oder sein Bruder. Oder sein Vetter Victor.
hast wohl schon eine kleine Freundin gefunden. Kleine Freundin? Diese Bohnenstange? Warte, bis ich hohe Absätze trage, du Gartenzwerg. Na, unterhaltet ihr euch gut? Wollen mal sehen. Ihre Tochter zieht gleich hohe Absätze für mich an. Treiber, ich glaube, wir sollten jetzt gehen. Ja, mir fliegt schon der Kopf weg von dem leeren Gequatsche. Ach, Jake, hast du nicht Lust, nach dem Abendessen zu uns rüberzukommen? Du kannst ein Stück Kuchen mit uns essen. Die Kleine kann mir rüberbringen. Können wir jetzt endlich gehen? Also, Wiedersehen zusammen. Mach's gut, Jake. Du auch, Winzling. Wen nennst du hier Winzling? Dich. War nur eine Frage. Na komm schon. Wiedersehen. Ach, Brian, bleib bloß so, wie du bist. Dieser Jake ist euch richtig ans Herz gewachsen, habe ich recht? Nicht bei mir. Findest du ihn nicht auch ein bisschen ungehobelt? Nein, kann ich gar nicht finden. Da sitzen sie nun, die Tenners, und warten auf Jake. Und der Einzige, der hofft, dass Jake nicht kommt, ist, richtig, Alf. Er sitzt mit gezückter Kuchengabel vor seinem leeren Teller. Kuchen, 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 Kuchen. Der Kuchen ist für Jake. Er kommt ja doch nicht, wir können ihn essen. Er kommt noch, Alf, er kommt noch. Vielleicht kann er gar nicht, vielleicht sitzt der Kleine schon hinter schwedischen Gardinen, wie es so schön heißt. Sie werden ihm eine Einzelzelle geben, bei Trockenbrot und Wasser und zum Nachtisch ein leckeres Stückchen Schokoladenkuchen. Schau, Jake mag gewisse Probleme haben, aber man wird ihn sicher nicht ins Gefängnis stecken. Wirklich? Erzähl das mal meinem Vetter, dem Sunny Boy Shumway. Der ist auf der Südseite von Melmark aufgewachsen, der schlimmsten Ecke des ganzen Planeten. Wenn ihm deine Schuhe nicht gefielen... Du meinst, er erschoss die Leute nur wegen ihrer Schuhe? Nein, er zielte auf die Schuhe und dann... Mr. Ogmanek hat gerade durchgerufen, dass Jake nicht mehr kommt. Ich habe das Telefon gar nicht gehört. Ach so, nein, er hat es gleich durchs Fenster gebrüllt. Wie auch immer, wir können essen. Möchtest du gern ein Stück Kuchen? Herz, was willst du mehr? Nachdem Alf beim Kuchen ordentlich zugeschlagen hat, zieht er sich zur Entspannung in den Keller zurück und bastelt an seinem Funksprechgerät, als er plötzlich ein Geräusch hört. Hey! Bleib da! Lass das Teleskop fallen. Ich hab's mir überlegt. Nicht. Bleib mir vom Leibe. Bleib stehen und lass mich in Ruhe. Warte, nicht weglaufen. Die denken sonst, ich hab das Teleskop kaputt gemacht. Okay, ich werde es reparieren, aber beiß mich nicht. Dich beißen? Das ist eine gute Idee. Ich werde dich beißen, wenn du es schlecht reparierst. Schon gut, aber sag meiner Tante und meinem Onkel nicht, dass ich es klauen wollte. Nur unter einer Bedingung. Du reparierst das Teleskop und erzählst niemandem etwas von mir. Das sind zwei Bedingungen. Ja, gut, ich bin einverstanden. Was bist du denn überhaupt? Ich bin ein Außerirdischer vom Planeten Melmark. Ich habe Kräfte, von denen du nur träumen kannst. Zum Beispiel? Naja, ich kann 10 Stunden lang fernsehen, ohne dabei ein einziges Mal aufs Klo gehen zu müssen. Ich habe noch nie so ein komisches Wesen gesehen. Warte mal, bis ich nasse Haare habe. Wissen denn die Tenners etwas von dir? Ja, die wissen alles von mir. Aber ich habe mir das Fett absaugen lassen, das wissen sie nicht. Wo hast du denn gelernt, wie man Teleskope repariert? Auf dem Technikum? Nein, mein Daddy hat's mir gezeigt. Wir haben alles Mögliche aus dem Müll geholt und repariert. Mein Daddy kriegt da alles hin. Speziell die Wetten beim Pferderennen. Ich rate mal. Sitzt er deswegen im Knast? Ja. So, das wär's. Es ist wieder in Ordnung. Wow, du bist gut. Und schnell. Ach, war keine große Sache. Keine große Sache? Auf Melmark gab es nur einen einzigen, der Sachen reparieren konnte. Wir hatten ihn in einem Käfig ausgestellt. Und er hat sogar das Gitterschloss repariert. Aber dann ist er abgehauen. Das ist eine tolle Geschichte. Ist es dir recht, wenn ich jetzt gehe? Ja, aber denk an unsere Abmachung. Du darfst keinem Menschen etwas über mich erzählen. Nein, keine Sorge. Das ist das alte Ogmanek-Motto. Wir geben weder Tipps noch Trinkgelder. Ich heiße Alf. Jake,
Wiedersehen. Wiedersehen. Neue Beziehungen muss man pflegen. Und so schleicht sich Alf kurz darauf zu den Ogmonics hinüber, um Jake sehr deutlich an ihr Reparaturabkommen zu erinnern. Was willst du denn hier? Ich bring dir nur ein paar Sachen zum Reparieren rüber. Hier ist noch ein Tonbandgerät. Es ist mit Haaren verstopft. Ich weiß auch nicht, wie das passiert ist. Und was ist damit passiert? Ich habe versucht, ein paar Steine zu zermahlen. Es hat nicht funktioniert. Jake! Sprichst du mit jemandem? Nein, das ist bloß der Fernseher. Willkommen, liebe Zuschauer, zum Fußball am Montagabend. Alf, es ist Samstag. Wir senden live aus New York, denn heute ist nämlich Samstag. Ich stell ihn jetzt ab. Klick. Also meinst du, du kannst das alles reparieren? Hey, mein Motto ist, was ich nicht reparieren kann, ist auch nicht kaputt. Und mein Wahlspruch ist, ich mache alles kaputt. Mein Vater sagt, lieber einbrechen als gar nichts kaputt machen. Hey, für einen Kriminellen bist du ganz schön komisch. Ich liebe solche Männerfreundschaften. Was hältst du davon, wenn wir jetzt mal rausgehen und eine Katze auf den Grill schmeißen? War nur ein Vorschlag. Daddy? Hm? Sieh mal, die Stiefel würden gut zu meinem blauen Overall passen. Ja, das könnte sein. Ich wollte den Overall nämlich zu meinem Geburtstag anziehen. Ist das Jahr schon wieder so weit fortgeschritten? Ja. Stiefel zum Geburtstag, Stiefel zum Geburtstag. Alf, ich löse das Problem gerade mit Diskretion. Oh. Sag mal, Willi, würde eine Pizza nicht gut zu meiner Zunge passen? Ich meine auch farblich. Hau ab. Du kannst mir keine Befehle erteilen. Bestell deine Pizza. Zu Befehl. Hey, Teller, machen Sie doch mal auf. Ich habe den Schlüssel vergessen. Ich gehe schon. Der hat einen Schlüssel von uns? Ich weiß nicht. Hi, Lynn. Hi. Willi, ist das Ihr Tonbandgerät? Ja, ich weiß nicht genau. Ich sag dir, meine Schwester ist so dick, die muss zum Duschen in die Autowaschanlage. Ja, das gehört uns. Wer ist denn der Komiker? Noch nie was gehört von Jay Leno? Nein. Das ist Jay Leno. Ich habe es in Jakes Zimmer gefunden. Der Junge ist ein Spitzbube. Ich wollte es reparieren. Und ein Lügner dazu. Dein Vater würde sich zu Tode schämen. Ein Glück, dass er im Gefängnis sitzt. Psst, psst. Jake, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Wie kommst du nur dazu, sowas zu tun? Würdet ihr mich bitte für einen Augenblick entschuldigen? Also, was willst du? Ihr tut Jake Unrecht. Er ist ein guter Junge. Er hat ein Tonbandgerät gestohlen. Er wollte es reparieren. Er kann alles reparieren. Wieso weißt du so viel über Jake? Hat er dich gesehen? Ja, aber er wird keinem etwas davon erzählen. Und wenn schon, er ist ein Gauner. Wer würde ihm glauben? Wer? Na, Trevor zum Beispiel. Nein, Jake wird Trevor nichts sagen. Ich habe ihn psychisch und physisch eingeschüchtert. Du. Lass das. Ich doch. Nun hör schon auf. Was heißt das, er kann alles reparieren? Guck dir die Kaffeemaschine an. Da waren doch Puddingreste von dir. Jake hat alles rausgeholt. Und das war das traurige Ende meiner Puddingmaschine. Verhalte dich ruhig. Jake, ich glaube, ich muss mich bei dir entschuldigen. Trevor, es sieht so aus, als wollte er das Bandgerät wirklich reparieren. Ich habe es gerade erfahren von... Mom. Ja. Jetzt fühlst du dich wie ein alter Trottel, hä? Ja. Also hör mal, das tut mir ehrlich leid. Schickt mich Tantchen Reckel jetzt immer noch ohne Essen ins Bett? Aber natürlich nicht. Denkst du? Weißt du was, Trevor? Mir scheint, dieser Junge ist ein kleines Reparaturgenie. Kleines Reparaturgenie? Wie niedlich. Du solltest ihm ein bisschen eigenes Werkzeug besorgen, dann kann er sich bei euch richtig nützlich machen. Ja. Könntest du auch unsere Christbaumbeleuchtung reparieren? Die ist im Juni ausgegangen. Aber sicher. Ich kann sogar deinen Außenlautsprecher wieder in Ordnung bringen. Ach, bitte nicht. Hey, Willy, können Sie mir nicht Ihr Werkzeug leihen? Natürlich, es ist fast alles in Ihrer Garage. Ach ja. Na dann komm, Jake, wir gehen. Mhm. Wiedersehen zusammen. Wiedersehen. Ach, und viele Grüße an Jay Leno. Also jeder kennt diesen Jay Leno, bloß ich nicht.